Südtirol 1, der Südtiroler des Tages. Unsere musikalische Zukunft hier in Südtirol, die ist gesichert. Viele richtig coole Bands, die hatten wir ja schon. Eine Band aus dem Pustertal, die ist jetzt neu. Und er hat gleich richtig abgeräumt bei ihrem ersten Auftritt in dieser neuen Formation. Petra Lust aus dem Oberpustertal. Am letztes Wochenende beim Bandwettbewerb Dolomitenmania in Lienz in Osttirol gleich Platz 3 geholt. Es sind drei Burschen, ein Mädchen, Silvia Karbacher aus Welsberg, Stefan Strobel aus Wahlen, Simon Bergmann aus Toblach und Daniel Weitlaner aus Vierschach. Und ihm können wir jetzt ganz persönlich gratulieren. Schönen guten Nachmittag. Hallo. Daniel, es war cool da am Wochenende in Lienz bei diesem Wettbewerb. Gleich Platz 3 auf Anhieb. Herzlichen Glückwunsch. Wie hast du es denn erlebt selber? Für uns war das eine ziemlich tolle Erfahrung. Das Event war wirklich ganz professionell organisiert. Also wir haben uns wirklich selber gewundert. Es waren ziemlich viele Leute vor Ort, also vor allem junge Leute, die da praktisch zur Unterstützung für die verschiedenen Bands extra hergefahren sind. Und also alles in allem, was wir finden, natürlich auch eine ganz positive Sache. Ihr habt einen recht schrägen Namen, Petra Lust. Das ist ganz zufällig entstanden, weiß ich. Ja, das ist eine witzige und vor allem eine kurzfristige Angelegenheit gewesen. Also wir haben ein Konzert gehabt und bis einige Tage vor dem Konzert haben wir leider noch keinen Bandnamen gehabt. Und der Veranstalter hat halt unbedingt ein Plakat drucken gemisst und dann hat er auf die Schnelle eine Nummer hergemisst. Und aus dem Wort Pustertal haben wir noch ein Anagramm gemacht und das ist der erste Auserkennung. Im Nachhinein war das, glaube ich, eine recht gute Entscheidung, weil uns wirklich jeder drauf umspricht. Ja, das stimmt. Ihr sucht euch ja eure Lieder aus, die es schon gibt, ja, und interpretiert die dann auf eure Art und Weise. Eines davon, das ist Cherub Rock, das wir uns jetzt hier gemeinsam ausgesucht haben, in das wir gleich gemeinsam hineinhören werden, hier auf Südtirol 1, ist ein recht betagter Rockklassiker. Ja, also das Lied ist im Prinzip wie ein älterer Rocksong von der Band Smashing Pumpkins und der Gitarrist aus unserer Band ist ein leidenschaftlicher Hörer sozusagen, ein Fan und der hat uns eben einen Vorschlag gemacht und wir haben uns das Lied umgekocht und das hat man eigentlich relativ schnell hingehauen, also es war ziemlich cool, den Song da so umzuschreiben. Finden wir auch, da ist was Cooles draus geworden. Genau diesen Song von euch spielen wir jetzt auch. Daniel Weitlaner in Vertretung für seine drei anderen Bandkollegen von Petra Lust. Gratuliere euch zu Platz 3 noch einmal. Ihr seid heute unsere Südtiroler des Tages. Danke schön. Wir in Südtirol. Südtirol 1. Hört sich cool an, gell? Freak out and give in. Doesn't matter who you burn. Somebody's fool this year, 'cause they know who is righteous, what is bold. So I'm told, who wants honey, as long as there's some money. Who wants that heart? Frightened and we're scared if you don't stare. Let me out.
Rock, einen Hit der Smashing Pumpkins, haben sich Petra Lust da geliehen. Unsere Südtiroler des Tages heute für Platz 3 beim Bandwettbewerb Dolomiten Mania am vergangenen Sonntag in Lienz, haben wir berichtet.